Fußball wird präsentiert von Admiral. Ich pass. Du gewinnst. Heimspiel für die Damen des FFC Vorderland. Und der Gegner kein leichter. Der SV Neulengbach, aktuell Tabellenplatz 4 in der Planet Pure Frauen-Bundesliga, war zu Gast in Rötis. Und die Gäste hatten zu Beginn auch die besseren Chancen. So wie hier Nina Burger nach einer guten Vorlage. Wir sind's in Minute 16. Eckball Neulengbach und das sieht man auch nicht oft. Tor direkt vom Eckpunkt von Mittermeier, das 0:1 und das richtig spektakulär. In der 20. Minute musste dann FFC-Torfrau Pfeiler verletzungsbedingt vom Platz, Neuner übernahm. 3 Minuten später dann diese Situation. Langer Ball von Neulengbach, die FFC-Abwehr ziemlich unsicher. Masinovic holt sich den Ball und es steht 0:2. Bitter für die Vorderländerinnen. Rekord. Nationalteamspielerin Nina Burger zeigte dann ihr Können eine Minute später. Sie nimmt den Ball perfekt mit und zieht Richtung Kasten. Der Schuss dann aber knapp vorbei. Auf jeden Fall eine schöne Aktion. Dann aber die Vorderländerinnen. Nach einem Freistoß zieht Anna Bereuter auf der rechten Seite an ihrer Gegnerin vorbei. Mit Übersicht spielt sie dann den Ball zur Mitte. Die Torfrau kann noch kurz abwehren, aber Verena Müller steht goldrichtig und schießt ein zum 1:2. Ein schwerer Fehler im Mittelfeld beim FFC trübte aber die Freude recht schnell. Burger reagiert am schnellsten, hat dann genug Zeit und schiebt das Leder routiniert ins Netz, das 1:3 für Neulengbach. Kurz vor der Pause aber noch einmal der FFC. Schöne Kombination im Mittelfeld. Metzler versucht zwar alles, aber die Torfrau ist vor ihr am Ball. 1:3, also der Pausenstand. Die zweite Hälfte bringt dann gleich den nächsten Rückschlag für das Heimteam. Eckball Neulengbach. Dieses Mal Burger per Kopf und wieder ist er drin. Das 1:4, nicht ganz der Start in die zweite Halbzeit, den man sich beim FFC gewünscht hätte. Die Gäste blieben dann auch weiterhin die spielbestimmende Mannschaft. Immer wieder wurde es gefährlich vor dem Vorderländer Tor. Kurz vor Schluss dann aber Eileen Kempel. Das junge Talent macht hier alles richtig und im Stile einer Top-Stürmerin macht sie das 2:4. Allerdings nur noch Ergebnisverbesserung. Es bleibt bei der 2:4 Niederlage des FFC Vorderland gegen den SV Neulengbach. Heute, wie erwartet, die schwere Partie gegen den SV Neulengbach. Dein Fazit? Abhaken und an das nächste Spiel denken. Uns gut vorbereiten. Wir haben uns hier anders vorgenommen. Die Mädels könnten das nicht auf dem Platz umsetzen. Ja, das Spiel analysieren und nächstes Wochenende einfach uns gut vorbereiten. Und bezüglich der Mannschaft, sind Sie zufrieden mit Ihrem Team? Ja, sie trainieren fleißig, sie trainieren hart. Haben wir auch noch einen anderen verletzungsbedingten Ausfall, aber von dem her bin ich sehr zufrieden.